Herzlich willkommen auf der Karte irgendwo. Nicht irgendwo, nicht, aber hier auf dem Friesen Marsch. Da bringen wir noch durcheinander. Macht aber nichts. Wir bringen aktuell ein paar Kühe zum Stall. Ein paar neue Milchkühe, die Holsteiner. Hier ist ganz schön hier. Fahren wir ran zum Abladen. Eine werden wir noch holen. Hof. Umgekehrt. Hey. Gut, dann sind die Kühe leer geworden. Denke, gibt's doch gar nicht. So, einmal noch. Und da würden wir hier mal Wasser nachfüllen, denke ich mal. Damit nicht verdursten. Im Mikro Stufe 1. Nicht ganz so dramatisch. Upsala. Also irgendwie hat er mit Umfang und hier haben wir kein Fahrzeug. Aber die beiden werden wir zurücklassen. Ich ja leer. So. Das ist kein Problem, weil das ist ja jetzt. Ich muss aussteigen, aber das nichts. Warum sich quälen, ne? Also, wenn er voll gewesen wäre, hätte ich es überlegt, aber ab zum Stall. Zum Händler jetzt. Ah, mal sprinten hier. Wir können die Zeit ein bisschen schneller laufen lassen. Wir aktuell ist ja keine Ernte oder keine Aussaat möglich. Gedüngt ist auch fast fertig. Dann können wir auf 5 gehen. Passt schon so. So, das werden wir sehen. Wenn wir keinen Data mehr einweisen, ne, dann mal live machen. Ne. So. Auf zum Händler. Kühe holen. Futter haben wir genug. Wasser auch. Stroh haben sie auch. Also. Oh, guck mal hier, Schweinchen. 70 Kilogramm ist schon bald schon ein großes Schwein. Also eher scharf, ne? Oh. Grunde sind die bald die Kühe. Normalerweise müssten sie bald einen Kalb kriegen. Kauft ihr die hochschwanger? Das ist eine Ferse. Nennt sich so. Die sollen wohl 10 Jahre alt werden. Und dann werden die nach und nach verschwinden. Also, was heißt das auf gut Deutsch? Wir müssen uns nicht zeigen. Oh. Jahreszeiten merken, also mal gut. 10 Tage, ne Quatsch, 3 mal 4 sind 12 und 12 Tage ist ein Jahr. Davon mal 10. Ja, gut. Werden wir wohl nicht erreichen, glaube ich. Kommt wohl eher der Umzug auf der FIFA-Karte. Ich mache das nicht so mit der
also mit diesem Speicherstand eingreifen und so. Das kann ich nicht so. So. So, leer. Dann fahren wir hier vorne rechts wieder hin. Das müsste wieder 48 Kühe haben ungefähr. Denke ich mal. Oder Tiere. Ja, kann man nicht erkennen. Grunde muss man nachher gucken. Ja. Wie kann man das nachher erkennen, dass sie ein entsprechendes Alter hat? Ach hier, Alter. Also wenn der jetzt 9 Jahre steht, der muss ich verkauft werden. So ungefähr. So, Wasser und Stroh können wir auffüllen. Das heißt, ich brauche einen Traktor. Der ist fertig. Und gleich mal, ist nicht so defekt wie sonst. Also das ist dann besser geworden. Aber halt im Frühjahr muss man halt entsprechend die Großreparatur durchführen. Mal kurz auf Wettervorhersage machen, gucken, nicht machen, gucken. Also Gras könnte man ernten, wenn es reif wäre. Heute reifen schon 12 Grad. Nachts wird nochmal kritisch. Und dann wird es auch ein bisschen wärmer. Fruchtfolge muss ich mir noch einfallen lassen. Celsius. Nee, 3 Tage. Das ist dann ein bisschen günstiger in Anführungszeichen. Nicht 9. So. Und da kann man sehen, aha, 3, 4. Am Ende haben wir schon bald Sommer. Oh, Vorhersage Regen, das ist schlecht. Und mein Gras mähen können wir, aber Silage machen mit Regen nass, schwierig. Das wird Gatsch. Dann schaut man eine Strohballe entsprechend nicht, die verschwinden mit der Zeit. Wenn die alle nicht ready ist, dann ist es ungünstig. Mal warten, wollen wir keine machen, bei 1%. Da rein bitte. So und so. Schauen wir mal, ne? Wir können echt nichts tun. Kühe müssen aber ein Futter kriegen. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Habe ich dafür einen Hänger gehabt, so einen gelben. Wo ist der gelbe Hänger? Ja, rausgehen. Gelber Hänger, gelber Hänger. Milchanhänger. Gelbänger nicht da. Haben wir keinen Gelbanhänger? Dann wollen wir eine Garage gucken gehen, wenn wir eher. Obwohl der Gelber nicht geeignet ist dafür, weil er einfach den nach oben abkippt. Nach unserer Lage. Oh, was haben wir so ein Ding? Ah, haben wir nicht. Dann brauchen wir einen kleinen. Dann brauchen wir einen kleinen Anhänger für Tierversorgung. Und zwar einen, der nicht nach oben abkippt. Auch nicht zur Seite.
Wir haben ja viele Anhänger. Die kippen auch. Das ist schwierig. Der kann zwar alles nehmen, aber wir werden immer nehmen. Wir kaufen den mal. Wir brauchen hier einen Hänger für Tiere. Obwohl rückwärts fahren das nicht so geeignet ist. Naja, gut, okay. Zu spät. Da, Regen. Und die Erde wird nass. Ey, wo kommt der Regen her? Wir haben noch Wolken. Wolkenlos fast. Ist auch nichts auf Verlass hier. So, nimm mal den Schmutzding nehmen hier. Den. Ein bisschen Stroh und ein bisschen Futter, nee, Wasser brauchen wir noch. Wir brauchen ein bisschen von allem. Stroh und Wasser. Holen wir erstmal Wasser. Wasser, Wasser. So. Wassertank war da vorne. Mal schauen, ob der Tank noch reicht für eine Weile. Müsste dann nicht voll sein. Bestes Grundwasser. Die Fahrzeuge jetzt sauber werden. Ja, wir mal sehen, ne? Bisschen könnt ihr wehren, aber so viel auch nicht. Schauen wir mal. Unsere Kühe schön Wasser kriegen. Es soll auch eine Pumpe geben, die das entsprechend für Notfall Wasser geben kann. Ich weiß nicht genau wo. Wo gibt es die Pumpe? Wie soll ich? Da nichts. Tierhaltung, ja logisch, ne? Da kommen wir nicht ran. Also hier wird's gehen. Gut. Also, falls wir mal vergessen sollten, ob das funktioniert, das weiß ich noch nicht genau. Lass mich überraschen. So, bin Wasser noch. Bleiben wir noch hier. Was haben die nun? Oh. Fehlt viel Wasser. Ja, wo wir einen größeren Hänger brauchen, ne? Sauwetter. So, Prost. Wasser, ne? Der Druck muss ein Loch haben, glaube ich.
Ich hoffe, dass die Funktion bald geben würde, dass man da auch einen direkt Wasserfluss zu kühl machen kann und man da hingehen kann und dreht auf. Für Standardstelle geht das schon. Für den Mod leider noch nicht. Vielleicht kommt da noch mal irgendwas. Denn was für Standard geht, müsste ja für Mod genauso gehen. Müsste. Aber gut. Zeit 10:06. Entschuldigung, Schluck auf nochmal. Oh nee. Ah, da wollen wir bald einen größeren Tank kaufen. Ne? Das ist ja hier entschieden. Dann wollen wir nächstes Mal schauen, dass wir einen größeren kriegen. Gibt's denn da Schönes? Wassertanks. Tierhaltung. Da gibt es nicht so viele. Milchtank. Zurück. Messgerät für die Feuchte. So, das ist ein anderes Gerät. Forstmaschinen oder. Das werden wir eher mal wahrscheinlich im. Wahrscheinlich so ein Ding kaufen oder so, zumindest so leihen. Nein, geht über Maschinen. Messstreuer, Messstreuer. Transport. Na, kommt mir klar, noch nichts. Universalpark. So, brauchen wir einen schönen großen Tank. Der hat 18.000. Und da habe ich schon mindestens zwei gefahren. Da gibt nur so eine, 18.000. Und dem kommen wir nicht rein im Stall, glaube ich eher nicht. Na. Überlegen wir noch. Traktor wird sauber, ne? Alles super. Ja, langsam sicher füllt sie auf. Oh, viel Wasser. Oder so viel Wasser. Aber höchstens 80 oder 50 Tiere oder so. Da müssten wir einen echten Kurs einfahren, ne? Aber da müsste man den Anhänger wegfahren. Das wäre dann die. Ja. Müssen wir den mal wegfahren. Und dann den Kursplay abfahren, also und so. So viel! Also wir brauchen dringend einen größeren Fuhrpark und wir brauchen dringend mehr Geräte zur Aussaat. Das ist amtlich.
kann ich schon mal genau sagen. Und wir brauchen eine Halle für die großen Maschinen, damit wir immer durchfahren können. Damit wir nicht hier ständig hier draußen und lagern müssen. So, meine Freunde, das soll es für heute gewesen sein, für die heutige Folge. Ich danke fürs Reinschauen. Würde mich freuen über ein Like oder ein Abo. Das ist kostenlos, also da müsst ihr keine Sorgen machen. Noch keine Verpflichtungen. Wer möchte, der möchte. Wer nicht, ist auch gut. Dann sage ich mal Tschüss und Winke, Winke. Ciao, ciao. Bis denn. Ciao.